haben wir so die Messingfilter ein für unser Gleisbereich, dass unsere Fahrgäste nicht betreten. Ja. Die werden die montiert. Neu. So, dann müssen wir die Fahrbahnkästen. Diese Fahrbahnkästen, genau. Da müssen wir immer wieder mal neue Werbung reinmachen. Da haben wir genau schon so einen Kasten, wo es schwer geht. So, und das sind unsere Vitrinen, die an den Haltestellen stehen. Aha. Die sind leider immer mit Brandflecken oder mit irgendwelchen Kragen gemacht. Die müssen wir wechseln. Die werden also neu im Prinzip eingerahmt und kommen wieder dann in unsere Fahrplankästen. Unterstände wieder neu befestigt. Das sind unsere Fahrplankästen, unsere alten, die jetzt defekt sind. Genau. Durch das ständige Rein- und Rausschreiben unsere Fahrpläne. Die werden entsorgt. Ja. Und das ist hier. Andreaskreuze wechseln wir auch. Die ist auch alles unsere Aufgaben mit dazu. Genau. Ja. Von den Verkehrsbetrieben alles. Ja. Das ist so wie ein Arbeitsvorbereitungsraum. Genau. Wo dann die Kollegen im Prinzip die fertigen Sachen mit rausnehmen und draußen montieren fort. Ja. Die wollte dann wieder zumachen. Ja, wenn sie dann. Ja, aber 8:30 Uhr schon, so was drin. Wie war noch was, dass die.
Bewertung machen. Naja. Ich glaube, ich fahre bloß noch, ich gehe Richtung Mailbühler drauf. Ich denke mal, ich fahre dann bloß mal nach der Abbekast und dann gehe ich dann bloß rum. Ich mache dann noch zweimal drüber. Weil die komplette Runde sind ja 3 Stunden. Mhm. Achso, wenn ich jetzt mal nach Mailbühler. Das ist auch schön, das geht lang, ich meine. So. Macht er alles neu, alles schenken? Alles schenken machen wir wie immer. Mensch, alles ist gleich nicht.
So sieht es gerade aus. Wunderbar. Haben wir das gemacht? Und weiterhin machen wir die ganzen Toiletten überprüfen, Wasserspülungen überprüfen und draußen in den Haltestellen gleichzeitig noch mit den Fahrplänen kontrollieren und ob alles ganz ist. I don't know.
Gleisbaufahrzeuge, rechts die Schweißer und geradeaus der Oberleitung. E-Autos, damit die wissen, wo die Ladestationen sind. Das sind die großen, die kleinen, das sind diese. Das sind für die Fahrradfahrer, für die E-Biker, dass sie wissen, wo die Stationen sind. Also das sind unsere Mobi. Stehlen, die werden im gesamten Gebiet Dresden aufgestellt für die Mobilität unserer Fahrzeuge, die wo später dann mal im Prinzip die Fahrzeuge geladen werden sollen, die elektrischen Fahrräder und so weiter, bestimmte Punkte, so dass man wie in Prohlis, Bonn, Neustadt, Drachenberg und überall, wo sie schon stehen, werden so gut angenommen. Das sind unsere neuen Stelen, die im Prinzip da liegen, die werden im Prinzip umgebaut, um verschlissene oder durch Unfall verursacht und diese werden also an den Haltestellen dann wieder hingestellt und werden im Prinzip von uns umgebaut in den Lager. Da gehen wir mal gemeinsam rein. Da gibt es einen kleinen OP-Tisch und da kannst du noch mal schauen, wie es gemacht wird. Hast du mal den Einblick? Gibt es auch verschiedene Größen, große und kleine. Das sind jetzt zum Beispiel ein paar große. Ja, werden wir sehen. Gucken Sie mal an. So, hier sind wir jetzt in unserer Halle. Von unserer Haltestelle sowas und das sind jetzt die Haltestellen, die wir abgebaut haben, die im Prinzip irgendwo an den Baustellen oder wo gerade gebaut wird oder demontiert worden sind, abgelagert haben. Und die werden dann wieder aufgearbeitet und werden im Prinzip dann wieder hingestellt an der Stelle, wo im Prinzip die Baumaßnahmen gerade sind. Das ist ein Lager, das war ja früher mal eine Abstellfläche von der Walterstraße und jede Abteilung hat im Prinzip hier eine kleine Abstellmöglichkeit bekommen, im Prinzip Hauptmechanik, Oberleitung, Weichen und Gleisbau wird genutzt, um Material abzustellen und zu lagern. So, jetzt nehmen wir die Stähle und legen die auf diesen Arbeitstisch. Und jetzt wird sie im Prinzip auseinandergebaut. Die Segmente, ein Kopfschild, der Namenszug und das Fußschild demontiert und wird im Prinzip neu gemacht mit neuen Namenszügen, mit neuen Haltestellen und mit neuen Fußschildern, die wir hier haben. Wir haben da so ein Monument im Prinzip, die wir im Prinzip dann später wieder hier einbauen. Los mal. Na ja, hier, oder? Hier. So, dann machen wir mal eine Stelle bestücken. Zusammenbauen. Das Kopfschild, dann kommt das Zweirohr-Segment, dann jeweils die zugehörige Linie. Das heißt auch das 100er? Das 100er Segment. Jetzt brauchen wir noch ein Leerfeld. Das liegt hier. Und wie man sieht, fällt noch eins. Dankeschön. So. Reingelegt und dann werden die ausgerichtet und mit den richtigen Schlüsseln angezogen.
Ich habe natürlich das Schwert über das. Die würde man dazwischen fädeln. Dann werden wir mal die Stähle bestücken. Bestücken, genau. Da haben wir die, das 200er Segment. Die Südhöhe. Dann jeweils ein 100er Segment. Und verkehrt rum, so haben wir das gemacht. Immer die kleine Zahl oben, die große Zahl nach unten. Dann brauchen wir noch die 100er Segmente. Jawohl, und dann brauchen wir noch ein Fußschild. Jawohl, sehr schön. So, dann werden wir das mit dem, was drüben ich mache. Ich habe hier natürlich das schwerere Opfer, müssen wir den Lehnschlüssel hier so reinfädeln und versuchen, die Schraube ranzubekommen und drehe es dann fest. Eine kleine Friemelei, aber hier am Tisch geht's, draußen an der Straße ist es komplizierter, weil man noch auf der Leiter dazu steht und hat noch Verkehr hinter sich, Leute. Dann kommt noch dazu eine Steigbezeichnung, die an jeder Haltestelle in was für eine Richtung anzeigt. Entweder Steig 1 Richtung Stadt oder Steig 2 Richtung Land. Es gibt auch noch andere Nummern. 1, 2, 3, 4 und SFH 99. Ja, viele sind meistens dann die 90er Nummern. Genau. So, und wäre das eine Gute-Nacht-Linie, die nachts durchfährt, würden wir dann im Prinzip dann noch eine Gute-Nacht-Linie hier aufziehen und würden das nochmal draufkleben. Ja, da gibt es auch verschiedene Stähle. Dieses hier ist im Prinzip die Größe, die wir mit haben. Das ist eine HB8. Da passen hier insgesamt 6 Linien drauf. Dann gibt es eine HB6. Da passen 4 drauf. Und dann gibt es eine ganz kleine hier drüben. Eine HB4. Da passen nur 2 Linien drauf. Das ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Stählen. Wir haben hier aber neue Segmente, die Eisenbahnbrücke in Richtung Weinböhler und Richtung Laubegast. Die wird dann noch zusammengebaut, wenn es soweit ist. Und hier ist die Stadelsteinstraße Richtung Billnitz. Diese werden dann noch später montiert und dann wieder hingestellt. So. Das sind alles alte Fahrplankästen, die nur noch für den Schrott sind. So, das ist Alu-Schrott, das hier. Die Wolfen wurden im Prinzip verschrottet. Alles alte Segmente, die verbraucht sind, die haben wir schon neu gemacht und jetzt werden sie gesammelt. Und dann werden sie mal auf die Werkstatt geschafft. Alte Andreaskreuze, alte Vorwärmdarbin,
die im Prinzip verschlissen sind und verbogen sind. Und das ist eine neue, die wir dann neu installieren. Gehört dazu. Wir holen jetzt mal ein Rohr rein, das müssen wir jetzt sägen in unserer Maschine und auf Maß, wie wir es brauchen. Da gehen wir mal ins Rohr. Sind zwei Stöcke anstrengend? Wenn du es auf Länge misst, 2,50 Meter. So. Und das hier habe ich vorhin an der Bohrmaschine gebohrt. Da müssen wir jetzt noch Senker rausnehmen, um das Werkzeug wieder aufzureichen. An der Bohrmaschine werden zum Beispiel für die Verkehrszeichenhalterung gebohrt, damit die Fahrer sehen, wo sie stehen müssen an der Haltestelle. Das ist die Halterung für ein Zugaufstellzeichen.